Nach den jüngsten Explosionen am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja will die UN-Atomenergieagentur heute erneut die Lage vor Ort überprüfen. An der von Russland besetzten Anlage seien mehrere Gebäude, Systeme und Ausrüstungen beschädigt worden. Wer für den Beschuss des AKW-Geländes verantwortlich ist, ist allerdings noch unklar. Nach Angaben von Präsident Selenskyj dauern die schweren Kämpfe im Osten des Landes weiter an. Besonders betroffen sei unter anderem das Gebiet um die Stadt Donetsk. Ganz im Süden der Ukraine, rund um die Stadt Cherson, geht das Leben nach dem Abzug der Russen unterdessen weiter. Am Wochenende kam der erste Fernzug dort wieder an. Und ein Team der ARD war mit dabei. Es ist der erste Zug nach Cherson. Eine Woche, nachdem die russischen Truppen sich von hier zurückgezogen haben. An Bord ist auch Alla. Cherson verließ sie im April. Da war ihre Heimatstadt schon von den Russen besetzt. Ihre Mutter blieb. Kontakt zu ihr hatte sie seitdem nicht. Die zerstörten Dörfer vor der Stadt machen sie nachdenklich. Ich weiß nicht, was mich in Cherson erwartet. Ich bin froh, dass wir frei sind, und ich hoffe, dass dort alles in Ordnung ist, so wie es vorher war. Aber gleichzeitig habe ich Angst und bin beunruhigt. Ankunft in Cherson. Nach langer Zeit können sie sich hier wieder in den Armen halten. Привет! Fast 9 Monate lebten die Bewohner unter russischer Besatzung. An die Zeit erinnern noch solche Plakate. Cherson, auf immer mit Russland, heißt es da. An mobilen Sendemasten telefonieren die Menschen mit Freunden und Verwandten. Internet gibt es nicht. Jetzt in Ruhe. Auch noch immer kein Strom und Wasser. Iras Wohnung liegt im 6. Stock. Mehrmals am Tag trägt sie Wasserkanister nach oben zum Kochen und Waschen. Weil der Kühlschrank nicht funktioniert, bewahrt sie die Lebensmittel auf dem Balkon auf. Natürlich ist es schwierig. Es ist hart, körperlich, moralisch. Denn es braucht viel Zeit, um das Wasser zu finden und es zu holen. Nun, wir verbringen viel Zeit in Warteschlangen. Das ganze Leben verbringen wir derzeit nur mit Warten. Wann sich die Situation ändert, weiß niemand. Die Einwohner sind auf Hilfslieferungen angewiesen. In langen Schlangen warten sie auf Lebensmittel und warme Kleidung. Der Winter kommt. Wir werden uns zudecken, doch wir sind frei. Die Zeit unter russischer Besatzung hat tiefe Spuren hinterlassen. Russische Stellungen außerhalb von Cherson. Vor wenigen Tagen zogen sich die Russen von hier zurück. Geblieben sind Munition und Minen. Und viel Leid. Tatjana wartet mit ihrer Familie verzweifelt auf ein Lebenszeichen von ihrem Mann. Im Juni wurde Slavik von russischen Soldaten verhaftet. Da war er auf dem Weg zur Arbeit. Seitdem hat sie von ihm nichts mehr gehört. Sie sind nicht normal. Meinen Mann haben sie mitgenommen. Er ist weder Soldat noch in der Armee. Wir wissen nicht, warum er weggebracht wurde. Wir wissen es nicht. Den Glauben, dass Slavik bald zurückkehren wird, wollen sie nicht aufgeben.